Welche Gartenarbeiten kann ich im Januar bereits machen? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Bereits im Januar kann man schon im Garten ein bisschen was vorbereiten für die Saison. Also es geht an, wer noch nicht umgestochen hat, der kann noch umstechen. Ich habe auch noch ein Beet, muss ich noch umstechen. Aber das war ja erstens was eine Zeit lang so eisig kalt, der Boden war gefroren, da geht's dann schlecht. Und dann hat's wieder geregnet, da wollte ich dann auch nicht raus. Also man hat ja immer einen Grund, ne? So ist es ja auch. Ja, aber auf jeden Fall kann man jetzt noch umstechen. Aber dann wird's allerhöchste Zeit, ja? Also dann fange ich an mit meinen Spickzetteln. Bei den, wer Balkon- und Kübelpflanzen hat, immer wieder kontrollieren, schon allein wegen Läusen. Und wenn diese Balkon- und Kübelpflanzen, wenn die im Warmen stehen, also zum Beispiel im Keller oder im Wintergarten und es ist warm, da können unheimlich schnell die Läuse kommen. Oft bei Oleander, da kommen meistens die Schildläuse. Also letztes Jahr hatte ich da Schildläuse dran, aber vorletztes Jahr nicht, weil da habe ich nämlich was gemacht und es hat gut gewirkt. Und das also empfehle ich jetzt jedem wieder. Und zwar könnt ihr das mal anschauen, da geht es um einen Zwiebelsud. Der Link ist da oben, da könnt ihr mal draufklicken und das anschauen. Das hat wirklich gut geholfen. Ich habe den ganzen Winter keine Läuse gehabt. Und letztes Jahr habe ich das nicht gemacht und da sind natürlich die Schildläuse gekommen. Und da musste ich immer wieder kontrollieren. Und wenn die einmal da sind, dann finde ich jetzt, ich persönlich, dann wirkt es nicht mehr ganz so. Und da sind schon Eier drin, also man sollte es schon von Anfang an machen, wenn man die Kübel reinholt. Ja? Also schön nachschauen, es können auch Wollläuse sein, also gibt alles Mögliche an Läusen, ne? Immer schön kontrollieren. Wer Kübelpflanzen hat oder auch draußen, wenn winterharte Stauden sind und es ist jetzt eine ganz lange trockene Periode, dann sollte man wirklich einmal die Gießkanne voll machen und bloß so einen Spritzer auf jede Pflanze hingeben, also um die Wurzeln halten, ne? Damit die nicht ganz austrocknen, weil das wäre natürlich schlecht. Und vor allem bei Kübelpflanzen, da ist besonders gefährlich, ne? Oleander, Olivenbaum, was man halt so in den Kübeln hat, auch Geranien oder sowas, wenn man das hat, bloß ein kleines bisschen Wasser hin, nicht so gießen wie jetzt im Sommer, die wollen das jetzt gar nicht patschnass haben, sondern nur ein bisschen anfeuchten die Erde, damit die wieder ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Wasser haben. Im Januar und Februar ist noch die Zeit, wo man in Kompost umsetzen kann. Weil dann geht schon im März rein und ja, da braucht man ja dann schon langsam wieder die Beete und da soll dann der Kompost, wer ihn gleich einstechen will, da sollte es dann ja schon fertig sein, das Beet. Ich nehme meinen Kompost erst raus, wenn ich ihn brauche. Weil ich habe zwei Komposter und kann dafür den einen ja jetzt wieder füllen und muss nicht aus dem fertigen Kompost jetzt da, dass ich da nichts rein tun kann. Das ist ja klar, ne? Das soll ja noch verrotten, wenn noch was ist. Aber ich habe meinen zweiten und da geht es recht schön, kann ich jedes Jahr abwechseln. Also das ist immer eine tolle Sache, ne? Wenn man natürlich nicht so viel Platz hat, man hat nur einen, ist das ein bisschen blöd, weiß ich, aber dann tut dann raus den Kompost, ihr könnt ihn auch einstweilen ins Beet schaufeln, vielleicht sogar ein bisschen Plane oder sowas drüber tun oder nicht Plane, ein Vlies vielleicht, dann kommt wenigstens noch Luft rein und es regnet trotzdem nicht drauf und schneit nicht drauf, weil so, wenn es dann nass wird, dann schwimmt ja oft das Zeug alles unten in die Erde rein und man will ja das alles verteilen in den ganzen Beeten. Man will ja die Nahrung für die Pflanzen dann überall haben, ne? Wer die Bäume im Herbst noch nicht geschnitten hat, der sollte das jetzt machen im Januar, spätestens Februar, im März geht vielleicht auch noch, aber auf jeden Fall, bevor sie anfangen zum Treiben. Und auf jeden Fall nur dann, wenn kein Frost ist, also wenn die Äste nicht gefroren sind und auch wenn man schneidet und man weiß, es gefriert nachts, sollte man es auch nicht machen. Dann lieber noch ein bisschen warten. Es soll frostfrei sein, vorher und nachher auch ein paar Tage.
bei den Bäumen, wer noch keinen Kalkanstrich gemacht hat, also ich persönlich mache immer das besonders bei jungen Bäumen, bei meinem großen Kirschbaum mache ich es jetzt nicht mehr, aber sollte man eigentlich alle machen, alle Bäume, auch vielleicht sogar die Rosen ein bisschen, Johannisbeeren, Stachelbeeren, die Stämme, das sollte man alles mit so einem Kalkanstrich anstreichen. Das ist diese weiße Farbe, das kennt ihr oder habt ihr vielleicht schon gesehen. Und wer sich dann immer fragt, was soll denn das eigentlich? Das hat den Sinn, dass im Winter der Frost nicht so die Rinde angreifen kann. Wenn jetzt dann im März die Märzensonne kommt, wird es ja recht heiß. Die Märzensonne ist heiß, ne? Und dann wird die Rinde auch nicht von der Hitze so angegriffen und dann platzt nämlich die Rinde nicht so auf. Das ist dann der Sinn der Sache. Die abgeschnittenen Äste und Zweige, die ihr dann von den Bäumen runterschneidet, die könnt ihr häckseln oder wenn ihr keinen Häcksler habt, mit einer Schere oder einer großen Gartenschere, so Heckenschere, einfach grob schneiden. Das können ruhig so Stücke sein, können auch länger sein. Und wenn ihr da ein Hochbeet habt, dann könnt ihr das alles da reinschmeißen, damit unten erst einmal, da soll nämlich unten erst einmal Luft rankommen, ne? Und da sind die Äste ideal dafür. Wollt ihr es aber häckseln, dann ist es gut zu mulchen. Also ich werde mir jetzt auch einen kleineren Häcksler anschaffen und werde es immer häckseln, weil das kann man so gut unter die Hecken, um die Stauden ein bisschen rummulchen. Nicht zu dick, ne? Weil das Häckseln, das macht ja den Boden, das Zeug macht den Boden auch ein wenig sauer. Soll man nicht unbedingt so machen. Aber um manches rum. So dünn drüber, das ist auf jeden Fall gut, weil der Sinn ist auch wieder der, wenn man gießt, dann bleibt unten die Erde länger feucht. Ne? Da braucht man nämlich nicht zu viel gießen, dann braucht man nicht so viel Wasser. Ja. Wer ein Hochbeet anlegt, der kann einmal mein Video anschauen. Das haben wir ans gemacht. Aus Paletten haben wir das gebastelt vor 2 oder 3 Jahren. Und das ist dann da oben auch der Link. Und könnt ihr mal anschauen, das Video. Vielleicht hilft euch das dann ein bisschen dabei. Dann, wer noch Lagergemüse hat oder Lagerobst wie Äpfel, Birnen und beim Lagergemüse wie Karotten, rote Beete oder auch einen Salat vielleicht drin hat oder so oder Sellerie auch, ja, immer mal wieder kontrollieren, weil es kann ja sein, dass er mal an irgendeiner Stelle anfängt ein bisschen zum Faulen und dann geht es ruckzuck ziemlich schnell, dann ist die ganze Frucht. Wird dann faul und es wäre schade drum, weil das kann man ja rausziehen, schneidet das ein wenig aus und dann kann man es ja noch verarbeiten. Also immer wieder mal kontrollieren. Frostfreie Tage, wenn es sind, könnt ihr natürlich die Rosenkohl weiterhin ernten und Grünkohl, ich auch mein Zuckerkohl, Zuckerkohl, Zuckerhutsalat, Entschuldigung, ja, oder ja, was gibt es im Feldsalat, aber immer nur, wenn es nicht gefroren ist, das Zeug, weil wenn das gefroren ist und wenn man es dann anlangt, dann wird es so glasig und dann. Erstens schmeckt es dann nicht mehr so und schaut dann nicht schön aus. Ne? Also das soll nicht sein. Lieber macht das er so, wie es ich auch mache. Wenn es jetzt einmal Frost hat, dann warte ich, bis frostfreie Tage sind und dann hole ich mir gleich eine Menge rein, die sich in den Keller rein tue, in einen kühlen Raum oder vorm oder in die Garage oder irgendwo hin, wo man es auch ein wenig schützen kann vor dem Frost. Gartenhaus deckt man halt dann ab. Und dann hat man schon immer irgendwas Frisches für so lang, bis man wieder vom Garten was rausholen kann, ne, falls wieder Frost kommt. Also so haben es ja meine Eltern auch immer gemacht. Die haben das immer stehen lassen, alles. Und dann haben sie sich immer wieder so eine Kiste voll mit Gemüse gemacht für die nächsten 2 Wochen. Und es hat dann gereicht und dann ist wieder weitergegangen. Ja, so macht man das. Wer Gewächshaus hat, der sollte jetzt ja langsam mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist, ne? Ob die Fenster aufgehen, ob was geölt werden muss an der Türe vielleicht, ob alles dicht ist oder ob sich das Plexiglas oder auch Glas, je nachdem, was ihr habt, dass da nichts beschädigt ist dran. Und auch innen, wenn er wieder vielleicht Tomaten zieht und die wollte an der Schnur hochziehen oder so, das kann man alles schon ein wenig vorbereiten. Und wer draußen im Garten, wie jetzt ich,
Aber ich habe nämlich neulich, wie es so kalt war, wie es minus 15 Grad fast gehabt hat, habe ich Vlies drüber gespannt über meinen Zuckerhutsalat. Und ich habe auch noch ein bisschen Endiviensalat draußen, weil der Endiviensalat wäre erfroren. Der Zuckerhutsalat, der gefriert zwar zusammen, aber der taut wieder auf und ist dann essbar. Und da schauen, dass diese Planen oder das Vlies, was drüber ist, dass das wieder schön gespannt ist, weil wenn der Wind auch geht, es lockert sich ja immer wieder und dann geht da der Wind rein und irgendwann trägt es vielleicht das Vlies zum Nachbarn rüber oder so, ne? Weiß man nicht. Also das passiert alles. Ja, schau doch mal nach. Einfach immer wieder kontrollieren. Das macht man einfach so, ne? Was ich jetzt die nächsten 2 Wochen machen werde, ich werde mal überlegen, wie ich im Garten meine Beete wieder gestalte, also die Gemüsebeete meine ich jetzt, was ich am besten wohin pflanze und auch was ich alles pflanze. Ich werde meinen Samen durchschauen, was schon veraltet ist, also ziemlich veraltet ist. Da mache ich dann die Keimprobe. Wenn ihr wissen wollt, wie die Keimprobe geht, gibt es auch ein Video. Hier oben ist der Link, könnt ihr anschauen. Und das alles mache ich jetzt die nächsten 2 Wochen. Und dann weiß ich auch, was ich nachkaufen soll an Samen und was nicht eben, ne? Ja, ich möchte auch gerne jetzt noch einen Versand suchen, wo es wirklich diese alten Sorten gibt, zum Beispiel von Tomaten oder Bohnen, Gurken. Ich möchte gerne wieder diese alten Sorten haben, aber die gibt es halt nicht überall. Und da suche ich jetzt mal, ob ich da was Gutes finde. Und auch da, also wenn ich was finde, freue ich mich dann drauf. Ich bilde mir immer ein, die neuen Sorten, die Tomaten, die schmecken einfach nicht mehr so wie früher. Ne? Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so oder ist das, da habe ich am Geschmacksnerv irgendeinen Schaden. Aber ich bilde mir das einfach ein, die schmecken nicht mehr so. Es ist schon mal ja nicht dabei, wie jetzt Harzfeuer esse ich eigentlich ganz gern. Die schmecken ganz gut, aber früher, wenn man halt eine Tomate runter hat vom Stock und hat reingebissen, das war ein Tomatengeschmack. Aber vielleicht war es auch daran gelegen, weil man nicht so viel gehabt hat oder was, ich weiß nicht. Auf jeden Fall möchte ich gern wieder alte Sorten haben. Welche meine Mama immer gehabt hat, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass die Harzfeuer gehabt hat und auch immer Fleischtomaten hat sie drin gehabt. Aber ansonsten keine Ahnung mehr. Da habe ich mich damals noch nicht so interessiert für die Namen. Es ist schade. Ja, wer im Herbst seine Gartengeräte nicht so gesäubert hat, vielleicht macht er die noch ein wenig sauber. Und vielleicht auch, wenn es euch nicht zu viel Arbeit ist, auf einen Lappen ein bisschen Öl du, egal ob es ein Salatöl ist oder Leinöl oder irgendwas, mit dem öligen Lappen ein bisschen drüber fahren, über den Stahl und über die Schaufel rechen und alles ein wenig, weil dann rostet das Zeug nämlich nicht. Und so fängt es halt doch irgendwann zum Rosten an. Ne? Für die Vögel oder an die Vögel denkt er bestimmt auch, ne? Hab Vogelhäusle aufgestellt und Nistkästen kann man jetzt dann auch wieder aufstellen, weil es dauert nicht mehr lang, suchen die schon wieder ihren Nistplatz. Es geht immer alles so schnell, ne? Das Gartenjahr. Und ja, und immer wieder schauen, ob sie noch was zum Fressen haben. Weil ich muss jetzt dann auch rausgehen, muss wieder was rein tun. Ich habe gesehen im Vogelhaus, das sind bloß noch so ganz bestimmte Körner, ich weiß jetzt gar nicht, was genau. Und alles andere haben sie weggefressen. Ne? Aber ja, muss man einfach machen. Es ist ja auch schön zum Zuschauen, finde ich. Und die Vögel, die sie freuen sich und die sind dankbar. Kommen es dann im Frühjahr immer, da schauen sie halt immer rein. Ich finde es immer so schön. Zu beobachten auf jeden Fall ist das was Schönes. Und außerdem sind es ja große Helfer, ne? Entschuldigung. Die Insekten, die Läuse holen sie sich, ne? Und deswegen gibt es auch immer noch genug Läuse, wo wir uns drüber ärgern dann, ne? Ist doch so, ja? Aber trotzdem holen die sich eine. Und das sollte man schon machen, dass man sie füttert. Wenn er vielleicht, fällt mir noch was ein, wenn er vielleicht neue Gartengeräte braucht, wie ich suche jetzt dann einen Häcksler mal raus. Jetzt gibt es noch ein wenig günstiger, ne, im Winter. Aber sobald es jetzt dann ein bisschen rauswärts geht, dann sind die Preise natürlich hoch. Und muss ja nicht sein, es muss ja nicht das neueste Modell sein. Man kann ja auch das vom letzten, vorletzten Jahr nehmen. Ne? Hauptsache, das häckselt richtig und ja, was anderes braucht es ja nicht. Ne?
Also auch wenn er so ein Werkzeug braucht für den Garten, schau doch jetzt einmal in den Prospekten immer wieder, in den Wochenprospekten, da sind immer wieder welche drin, ob wenn es Gartenschaufel ist oder Gartenschlauch einmal oder zum Spritzen dann für den Gartenschlauch dazu. Also es gibt immer wieder was und wenn er da gerade was braucht, dann schlag zu, ne, bevor er dann später in ein paar Wochen das teuer zahlen müsst. So, ich glaube, ich hab's jetzt. Ich weiß jetzt so nichts weiter. Ich gehe jetzt raus, fütter meine Vögel und schaue noch einmal nach dem Vlies, weil ich glaube, das hat jetzt der Wind auch ein bisschen verrutscht und hängt ein bisschen durch und das muss ich wieder straffen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, schaut mal im Shop vorbei und bis zum nächsten Video. Dann tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss!